Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Schweiz. Und damit herzlich willkommen mal wieder in Deutschland und jetzt sogar in Überlingen. Da war ich mit ihr schon mal. Könnt ihr direkt mal auschecken. Bleiben aber gar nicht lange in Überlingen. Fahren jetzt darüber und dann mal nach Konstanz. Und Konstanz kennt man ja, wenn man Bodensee kennt. Und weil wir da bis jetzt mit der Kamera noch nie waren, geht's ja jetzt mal hin. Wir fahren natürlich nicht irgendwie rüber, sondern über den See, weil Zug und so kann ja jeder. Und da ist das jetzt fix mit Rebecca? Ja. Da treffen wir dann Rebecca. Von daher genießen wir jetzt die Fahrt und gucken uns dann in Konstanz mal um und schauen, ob wir Rebecca finden. Ja. Haben wir schon einen Ort? Nee, wir treffen uns wahrscheinlich irgendwo in der Stadt. Mal gucken. Jetzt muss noch Mittagessen. Well, hey, baby, tell me now, what's going on inside your head? Tell me, am I still the only one? Tell me now, I gotta know. Give it to me nice and slow. Tell me what's been going on these days. 'Cause you and I, we used to be so real. And every day I feel like there was nothing new that I could learn about you way back then. But every time I see you now, feels just like I know you less. One of these days I might not know you at all. And how can I be asked to know all the things that you won't show? How can I be asked of this at all? 'Cause every time that you go fade yourself away, I don't know why that I am left here feeling this way. I don't know why that I am left. Wir hatten uns in Konstanz an den Hafen gesetzt und noch einen Kaffee getrunken, weil ging gar nichts mehr. Und dann ist Rebecca uns über den Weg gelaufen. Der typische Kaffee. Rein zufällig der typische Kaffee. Die wohnt hier in Konstanz und führt uns ein bisschen durch die Stadt und hat uns erstmal in die Schweiz gebracht. Wir sind in der Schweiz gerade. Genau, sind über die Landesgrenze drüber. Jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um. Dann gehen wir noch in die Stadt rein und gucken uns da ein bisschen um. Und dann geht es auch wieder Richtung nach Hause. Also viel Spaß. I've been going your way too. While you have been going someplace new. While you have been going someplace new. So, wir haben es geschafft, wieder nach Überlingen. Jetzt war es noch ein ziemlich anstrengender und wie ich finde auch echt chaotischer Tag und Vlog und ich bin richtig raus irgendwie mit den Vlogs. Aber jetzt habe ich wieder Zeit reinzukommen. Es war einfach mit Glasgow
so viel vorproduziert und dann nur noch geschnitten und nicht mehr gedreht. Und jetzt muss ich wieder reinkommen. Wenn ihr die Vlogs nicht gesehen habt, guckt sie euch gerne da oben an. Und insbesondere auch das letzte Video, das war immer ein bisschen was anderes. Und es haben noch nicht so viele gesehen und ich hätte so gern ein bisschen Rückmeldung, wie ich es nächstes Mal vielleicht noch besser machen kann oder was eben schon gut war. Schaut es euch gerne mal an und lasst mir einen Kommentar da, das würde mich mega freuen. Ansonsten dürft ihr natürlich auch dieses Video kommentieren und die Glocke aktivieren, weil ich wirklich, wie gesagt, das Gefühl habe, vieles kommt gar nicht bei euch an. Macht mal die Glocke an, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Jetzt kommen schon die ersten Regentropfen runter. Und es hat den ganzen Tag nicht geregnet, aber jetzt fängt es langsam an, da hinten kommt schon Gewitter. Und ja, von daher, Leute, macht's gut, bis nächstes Mal. Ach so, ich muss gerade vom Büro.